Thomas Stamm nach Topstart mit seinem Sportclub in Duisburg. Tolle Kulisse, gut 9000 Zuschauer sind dabei. Der Emissor natürlich in Blau und Weiß hat eine Ecke. Moritz Stoppelkamp wird sie treten. Bacalords und Artur Bolu verhindert den frühen Rückstand für den Sportclub. Ja, diese Standardsituationen sind brandgefährlich von den Gastgebern. Und die Duisburger kommen deutlich besser rein in diese Partie. Das ist noch einmal Moritz Stoppelkamp. Also durchpusten beim SC Freiburg und eine Minute später nochmal Dusel. Denn nach dieser Aktion von Treu gegen Bakir hätte es eigentlich einen Elfmeter geben müssen. Aber den gab's halt nicht. So zweimal durchatmen bei den Gästen, die ja mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Und dann kommen sie das erste Mal. Und zwar Freiburg-like. Der Ball läuft prima. Wagner, Knappe und Vermey scheitert an Müller. Und das Duell Vincent gegen Vincent. Vincent Vermey in der alten Heimat spielte er 2 Jahre für den MSV Duisburg. Und er scheitert am starken MSV-Keeper Vincent Müller. Dann mal wieder eine Ecke. Moritz Stoppelkamp macht sein 100. Spiel in Liga 3. Bitter mit dem Kopfball und jetzt ist er drin. Joshua Bitter, 30. Minute mit dem 1:0 für den MSV Duisburg. Aber was sind das für tolle Eckbälle von Moritz Stoppelkamp. Das ist natürlich schwer zu verteidigen. Joshua Bitter mit seinem ersten Saisontor. Aber das geht auch so in Ordnung. Duisburg ist klar die bessere Mannschaft, auch weil die Freiburger defensiv nicht richtig zupacken. Sie machen es den Gastgebern zu leicht. Immer wieder können sie sich da durchspielen. Und das ist mal wieder Moritz Stoppelkamp. Er will natürlich einen Treffer in seinem Jubiläumsspiel. 4 Minuten noch bis zur Pause. Freistoß jetzt mal für den Sportclub. Guthau wird ihn treten. Und da ist Stark, Julian Stark, ganz hinten, völlig alleine, aber der war natürlich nicht einfach zu verwerten für den Freiburger Verteidiger. Das ist die letzte Aktion des ersten Durchgangs. Dreifachwechsel dann beim Sportclub. Kehl, Schmidt und Fahner kommen rein. Aber erst einmal wieder Ecke Duisburg. Stoppelkamp, 49. Minute und wieder ein Tor. Diesmal ist es Assis Buadus, der trifft. Aber die Freiburger hilflos gegen diese Standards des MSV. 2 Tore, eine Großchance nach Ecken. Das ist einfach zu billig. Aber auch diese Ecke herausragend getreten von Moritz Stoppelkamp. Auweia, da steht er schon wieder. Der Kapitän der Duisburger, diesmal per Freistoß, bitter mit dem Kopf. Das ist ja fast logisch. Das Spiel der Freiburger wird nicht wirklich besser. Sie verlieren wie im ersten Durchgang einfach zu leicht die Bälle. So wie hier. Und jetzt mal Duisburg ohne Standard. Mit ihm hier, mit Moritz Stoppelkamp. Ein Haken, noch ein Haken. Moritz Stoppelkamp! Da ist sein Tor zum Jubiläum. Und das ist nicht irgendein Tor. Es ist einfach ein wunderschöner Treffer. Passend zum 100. Spiel in Liga 3. Der Mann dieses Spiels bislang heißt Moritz Stoppelkamp. Also fassen wir zusammen, Duisburg ist zu gut für die Freiburger und dieser Stoppelkamp erst recht. Und da ist er wieder am ruhenden Ball. Buadus, also die Freiburger wissen genau, was da auf sie zukommt, aber sie können nichts dagegen tun. Nach 70 Minuten das Auswechselkontingent bei den Gästen schon erschöpft. Er hier ist neu, Braun-Schumacher, der Pass auf Fahner, ja auch der eingewechselt und plötzlich steht es nur noch 3:1. Und das war mal Freiburg-like gespielt. Das war ein ganz toller Pass von Braun-Schumacher und cool vollendet von Philipp Fahner.
81. Minute, mal wieder Ecke Duisburg, natürlich Stoppelkamp. Und immer wieder kommen sie zum Abschluss. Und wieder ist es bitter. Also das große Aufbäumen gibt es von den jungen Freiburgern nicht. Im Gegenteil. Duisburg hat hier alles im Griff, weil der Sportclub die Bälle nach wie vor viel zu leicht herschenkt. Buadus setzt sich da irgendwie durch und dann hat König die Chance auf das 4:1, aber er vergibt. Regulär läuft dann die letzte Minute. Noch einmal der Sportclub mit Ontuzans. Und der nimmt Fahrt auf. Ontuzans trifft nochmal den Pfosten. Aber so schön das auch herausgespielt war, es kommt zu spät. Kurz danach ist Schluss. Die Freiburger mit ihrer ersten Saisonniederlage. Das war einfach zu wenig gegen Duisburg. Und bei weitem nicht genug gegen Jubilar Moritz Stoppelkamp.